HSV auch jetzt wieder im Angriff mit einem Abschlag. Jambe da im direkten Kopfballduell gegen den Stürmer, verliert den Ball auch wieder. Jetzt Schussmöglichkeit aus 30 Metern. Ah, da ist noch Hoffmann dazwischen, macht er gut. Aber der Wuppertaler HSV bleibt den Ball im Besitz, schießt und Tor. 0:1. Den ersten Schuss konnte Stefan Hoffmann noch abblocken. Und dann prallt der Ball aber vor die Füße von Murat Gümüşdas und der haut aus 20 Metern einfach mal drauf, erwischt den Weichelt komplett auf dem falschen Fuß. Bei 1790 Zuschauern.